Und wenn wir auch alle hier noch Handball spielen, oder die meisten von denen, ja, dann müssen wir uns auch keine Sorgen für die Zukunft machen. Ja, da sieht man, Abwehr ist immer so ein Teamkonstrukt. Da sieht man, dass Marie noch nicht bei ihren 100% wieder ist. Und wieder, ja. Ne? Hier sehen wir große Lücke auf der rechten Hand. Also normal muss man da... Ne? Ja. Ja, aber das ist natürlich optimal jetzt gespielt. Aber ich glaube, das sind auch die... Mariana Lopez an, auch eine sehr sichere Schützin. Ja. Oh, schön gespielt. Ja. Ja, wieder zweites Mal. Ja, auf die Mitte, das ist eine taktische Variante, die mittlerweile viele Mannschaften spielen. Ja. Finde ich auch. Ah, da hat Mareike Thoma ja Pech, aber der Ball kommt wieder zurück, Leverkusen zurück. Schön gesehen von Toni. Ja. Ja, das ist natürlich. Vier Tore, andererseits ist er. Hier sehen wir jetzt mit der Nummer 18 Johanna Andresen auf Rückraum links. 24 Jahre jung. Oh, schönes 1-1 von Mareike Thoma. Ja. Ah, das ist wirklich Wahnsinn. Die geht da durch wie Messer durch warme Butter. Und jetzt auch mit der Nummer 20 Pia Terflot. Ja. Ja. Ja, sehr schön gespielt hier. Tolle Kreuzbewegung und dann Johanna eiskalt in den Winkel gehauen. Andresen, ja. Ja, das war jetzt handgestoppte 6,3 Sekunden. Und jetzt Fenn Böters, auch eine junge Spielerin, 22 Jahre jung. Ah, da geht's. Ja, gut, ist auch der langen Pause geschuldet. Wenn man nicht in diesem Spielrhythmus ist, sondern viel im Training, dann legt man vielleicht auch nochmal Schwerpunkte auf das Krafttraining etc. pp. Ja, die musst du wirklich mit 2-3 Spielerinnen zustellen. Ah. Ja, und findet trotzdem die Lücke. Ja. Hat hier aber keine Chance gegen Luisa Knippern. Schön. Jawohl. Ja, auch sehr, sehr gut gespielt. Das ist eigentlich das VfL-Spiel, würde ich sagen. Ja, der Abpraller landet. Und man merkt eben diese lange Spielpause. Oh. Ja, spricht so ein bisschen dafür, was wir auch gesehen haben, dass sie Nielsen so ein bisschen Fragen angeschaut haben. Ja. Und hier dann sehr schön gespielt auf Annika Ingenpass. Und trifft. Passiv angezeigt. Oh. Sie macht eine Frontalsperre, schubst aber so ihr Gegenspieler weg. Ja. Das zu kommen. Genau, und den Spielzug hatten wir erste Halbzeit auch. Da konnte sie dann frei abschließen. Schöner Pass. Wieder auf Ingenpass. Ja, jetzt. Ah. Ja.
da passt Lana wieder super auf. Ah. Ja. Ja, sehr, sehr gute Sequenz hier von Lana Teiken. Da kam. Ja, wirklich sehr, sehr gut gespielt. Wieder von Luisa Knippert. Ja, jetzt geht das wirklich ratzfatz. Ja. Oldenburg ist im Flow. Ist im Flow, spielen ist ruhig. So, dann geht das ratzfatz. So, und jetzt kommt Auszeit Nummer 3. Ja, ja. Schön gedacht, die kommen jetzt gerade auch nicht an und beim VfL kommt alles an. Ja, kann man manchmal nicht erklären, warum. Also vor 5 Minuten stand das noch plus 2. Ja. Und jetzt haben wir plus 7. Dann will aber auch nichts mehr gelingen. Das war ja eine gute Passaktion von Lopez und ein schöner Wurf. Ah, das ist Zauberhandball. Ja. Zack, zack, zack und drin das Ding. Ja, nur um das mal zu verdeutlichen, der VfL hat jetzt schon mehr Tore als in der gesamten ersten Halbzeit. Ja, schön gemacht. Ja, zeigt ihre Qualität. Ja. Vom rechts noch. Jetzt kann man nur hoffen, dass die letzten 5 Minuten auch noch. Oh. So schön weitergehen wie jetzt gerade. Zum 10-Tore-Abstand kommen. Ja. Ja, das spielen sie natürlich jetzt auch genial. Ja, Gott sei Dank ist das kein enges Spiel mehr, weil sonst wäre es echt traurig gewesen. Ja. So, die Zuschauer beim VfL sind natürlich hellauf begeistert, erheben sich jetzt von den Plätzen. Ja, das ist der Flow, ne? Haben sie auch stark gemacht dann. Und der wird auch noch gehalten. Ja, Kreis ab. Und ja, 31 zu 20.